jetzt gleich auch noch Elfmeterschießen an der Hafenstraße. Rot-Weiß Essen hat sich das Ganze hier redlich verdient. Erkämpft. Was sind die hier gelaufen über diese 120 Minuten? Ein unglaubliches Pensum, dass die da gegangen sind gegen die Mannschaft von Uwe Neuhaus. Was für eine Rückkehr für ihn, der 20 Jahre lang hier in Essen lebte. 4,5 Jahre als Spieler dabei war, auch als Trainer danach noch zweimal in die zweite Liga aufgestiegen ist. Und jetzt muss er hier dieses Elfmeterschießen erleben, das stattfinden wird, da, wo diese Ruine, wie sie so liebevoll sagen, noch geschlossen ist. Also unmittelbar vor der rot-weißen Wand der Essener Fans. Wer bekommt jetzt das Vertrauen der Trainer? Bilanz der Berliner im Elfmeterschießen im DFB-Pokal ist positiv. Natürlich kommt es jetzt auf Jan Klinker an. Eigentlich Marcel Hötteke der größere Elfmetertöter. Union einmal im Elfmeterschießen gewesen, gewonnen. Das war am 6. Februar 2001 gegen Mönchengladbach. Danach standen sie im Pokalfinale. Jetzt geht es erstmal um die zweite Runde. Das Elfmeterschießen eröffnet Simon Terodde gegen Dennis Lamczyk. Und Lamczyk hält! Mann, was ist der pomadig geschossen! Und der sagt, ruhig Jungs, das war erst der Erste. Hier kommt noch ein bisschen was. Mann, 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 Simon Terodde. Umplatziert ins Zentrum. Und deswegen Lamczyk mit dem Fuß noch dran. 1,90 groß, der Keeper der Rot-Weißen. Und die gehen jetzt in Führung durch den eingewechselten Dirk Jasmund. Ist doch logisch, dass der die Fans da auf der Tribüne nochmal mitnimmt. Ganz cool. Das ist der Mythos Hafenstraße, von dem sie hier immer wieder sprechen in Essen. Nochmal eine Pokal-Sternstunde. Christoph Menz gegen Lamczyk. Menz, oh, knapp! Fehlte nicht viel für einen der besten Torhüter in der Regionalliga West. Ist ein klasse Mann, Lamczyk, der den eigentlich zu fassen hat, aber ihn nicht ganz um den Pfosten drehen kann. Eins beide. Nochmal ein kleines Psychospielchen von Jan Klinker gegen Mike Rodenberg. Der Neuzugang von Arminia Bielefeld. Innenverteidiger mit links an den Pfosten. An den Pfosten. Alles wieder offen. Wollte das zu genau machen. Und trifft nur Aluminium. Sofort gibt es den Aufbau und den Applaus. Sie hören es im Hintergrund der Fans. 4 Elfmeter geschossen. Und wir fangen einfach nochmal von vorne an. Shini Duide, eingewechselt, einer mit viel Erfahrung gegen Lamczyk, mit links, gehalten! Gehalten von Dennis Lamczyk. Aber sind wir ehrlich, ein überragender Elfmeter war das auch nicht von Ede. Halb hoch, das liebt doch jeder Keeper. Tief durchatmen und ja, die Nerven bewahren. The Captain himself. Er hat das 1:0 geköpft. Timo Brauer übernimmt Verantwortung. Brauer! Klasse geschossen und schauen Sie in die Gesichter der Anhänger und Sie wissen, was RWE für diese Stadt bedeutet. Bleiben ein klein bisschen Dusel an die Unterkante der Latte. Klinker chancenlos. Na, bisschen glücklich war es schon. Aber wir wuppen das Ding hier schon, will er scheinbar sagen. Silvio am ersten Spieltag der zweiten Liga
verwandelt gegen den FSV Frankfurt. Und jetzt auch. War Torschützenkönig in der zweiten Schweizer Liga. Hat da beim FC Vaduz mal gespielt, von Pierre Lipaski trainiert worden. Er bringt viel Qualität in die Mannschaft von Union. Aber RW im Vorteil. Die haben ein weniger verschossen und führen jetzt mit 3:2 durch Markus Söpke. Einer der Besten, der Dirigent, der Organisator, der den Takt vorgegeben hat. Von der Sechserposition im Mittelfeld aus, zusammen mit Brauer, zusammen mit Tuckert. Ganz stark in der Zentrale. So, und eins ist jetzt klar. Markus Karl, der muss treffen. Ansonsten heißt es wie immer in den letzten 7 Jahren Außenrunde 1 im Pokal für Union Berlin. Karl gegen Lamczyk. Oh, der geht rein. Auch den hat er zu fassen. Der Denis Lamczyk. Markus Karl. Normalerweise ein sicherer vom Punkt. Ja, da muss er sich eingestehen. Da war auch ein bisschen Dusel dabei. Aber jetzt hat der RWE die große Chance. Wie zuletzt in der Saison 2007-2008, damals gegen Energie Cottbus, zu gewinnen in einem Elfmeterschießen. Und das Ganze übernimmt derjenige, der damals auch den entscheidenden Elfmeter auf das gleiche Tor geschossen und getroffen hat. Vincent Wagner, der Innenverteidiger, der einzige, der von dieser Truppe von 2007 noch dabei ist, hat es jetzt auf dem Fuß. Gegen Jan Glinka. Wagner! Essen gewinnt! Rot-Weiß Essen bejubelt ein 4:3 im Elfmeterschießen gegen Union Berlin. Und das Georg-Melches-Stadion ist ein toll aus.